Moin und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Astroneer. Ich bin gerade auf der Jagd nach Ressourcen. Und insbesondere Gemisch, weil das brauche ich nämlich, um daraus... Ah, okay, da wird es leider schon zurückgelassen. Um daraus ein großes Lager für meinen Space Shuttle zu bauen. Kann ich hier eigentlich mal irgendwas zurücklassen? Kann ich hier irgendwas zurücklassen? Wisst ihr was? Ich lasse jetzt einfach mal einen von den Sauerstofftanks zurück. Die nehmen nur unnötig Platz weg und so viel Sauerstoff brauche ich nun wirklich nicht. Ja, für irgendwas. Ich weiß leider auch gerade nicht. Leider hat der Rover nur so begrenzt Platz. Einsteigen. Ah ja, da kriegen wir auch wieder Energie. Sehr schön. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Ich muss, glaube ich, hier einmal links rum, ne? Um diesen Berg. Wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Ich hatte ja in der letzten Folge die geile Idee gehabt, auf den Mond zu fliegen. Und dort eine Rennstrecke zu bauen, die einmal um den Mond rumführt. Oh Gott, scheiße. Wow, Willi, habt ihr das gesehen? Wie geil ist das denn? Ich bin nicht rausgeflogen. Eine Rennstrecke, dann kann nämlich der Captain Yamato, wenn der mal wieder hier mitspielt und wenn das Spiel auch ein bisschen performanter geworden ist für Multiplayer, mal ein Rennen gegen mich fahren, auf unserer eigenen Strecke quasi. Das wäre doch ziemlich geil. So eine Rennstrecke, die einmal um den Planeten rumgeht. Man müsste nur irgendwie die Fahrzeuge noch ein bisschen pimpen, dass die ein bisschen schneller werden noch, weil das ist ein bisschen langsam für ein Rennen. Wobei eigentlich so, es ist eigentlich die richtige Geschwindigkeit, wenn wir mal ehrlich sind. Und die Challenge besteht halt darin, nicht auf dem Dach zu landen. Wer auf dem Dach landet, kriegt Strafzeit. Das wäre doch witzig. Wenn man aussteigen muss, kriegt man irgendwie 10 Sekunden Strafzeit. Aber da müsste man, wenn man mit Strafzeit arbeitet, müsste man natürlich die Zeit stoppen, die jeder braucht. Und da bräuchte es natürlich mindestens noch einen, der am Ziel wartet und ja mit der Stoppuhr steht. Quasi. Und das abstoppt, wie lange jeder Einzelne gebraucht hat. Naja, muss ich mal schauen. Denn ich weiß, der Rocktox hat das jetzt mittlerweile auch. Der Rocktox spielt ja mit mir Farming Simulator, also Landwirtschaftssimulator 17. Der hat jetzt auch Astroneer. Müssen wir mal gucken. Wenn das Spiel ein bisschen performanter geworden ist, dass da mehr Leute mitspielen können und dass das vor allem auch flüssig läuft, wenn mehr Leute mitspielen, ne? Dann kann man das ja mal in Angriff nehmen, tatsächlich. Ich stelle mir das sehr lustig vor. So ein intergalaktisches Rennen. So, jetzt ist die Frage. Genau, hier wollte ich. Jetzt habe ich fast wieder vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Und dann fiel es mir doch noch wieder ein. So, Gmisch. Bauen wir mal da ein großes Lager drauf. Und es funktioniert. Lager. Ja, das sieht schon geil aus, oder? Das sieht auch irgendwie passender aus. Ah ja. Und jetzt kann ich da an diese Dinger außen, kann ich jetzt diese Lager hier dran setzen. Und damit vervierfache ich quasi meinen Lagerplatz. Wurde mir gesagt. Cool. Dann können wir ja da auch gleich das Gemisch einsetzen. So. 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 Die Frage ist jetzt, fliege ich jetzt nochmal zurück zum Wüstenplaneten oder baue ich jetzt direkt auf den Mond? Ist so die Frage. Ich meine, für ein Mondprojekt bräuchte ich jetzt auf jeden Fall erstmal ein Habitat. Das müsste ich mir jetzt hier erstmal im 3D-Drucker mal machen. Wo ist es denn? Hier ist der Drucker. Schauen wir mal. Solarmodul, Lager, Windturbine, Bohrkopf, Batterie, Generator, Habitat. Was brauche ich? Zeigt mir gar nicht, was ich brauche. Ach so. Ich brauche Gemisch. Na, was für ein Zufall. Aber irgendwie will ich jetzt nicht das Gemisch nehmen, was ich gerade mir erfarmt habe. Und was heißt das? Was heißt das? Wir gehen wieder farmen. Wir gehen farmen. Ich fahre jetzt mal in die andere Richtung. Richtung Leuchtfeuer. Aber ich glaube, da gab es nicht so viele Ressourcen tatsächlich. Das war eher mau mit Ressourcen. Ja, da schlägt er schon wieder mit dem Solarmodul. Sieht immer aus, als wenn er mit den Flügeln schlägt irgendwie. Ist immer so witzig. Als wenn er versucht zu fliegen. So, die Frage ist jetzt, wo ist Gemisch? Wir brauchen Gemisch. Ganz viel davon. Ganz viel Gemisch. Da.
Nehmen wir jetzt nochmal einen Schwung Gemisch mit. Dann haben wir auch keine Gemischsorgen mehr. Da ist es. Aussteigen. Wow. Nicht mich überfahren. Ich werde von meinem eigenen Rover überfahren. Das wäre eigentlich auch witzig. Plonk. Plonk. Ja, das war endlich wieder eine schöne große Quelle hier. Nice. Mehr. Gib mich mehr. Gib mich, gib mich. Gib mich Gemisch. Verdammt, das war's schon. Mist. Ich hab mir alles weg. Weggeäxt. Ich habe es weggeäxt. Es wäre nicht das einzige Gemisch, was ich so wegäxte. Zurück zur Base. Das ist der Moment, in dem ich entschieden habe, dass es besser wäre, zurückzufahren. Ja, ich glaube, ich fliege jetzt erstmal nochmal zum Wüstenplaneten. Dann bauen wir da. Dann bauen wir da einen Handelsposten auf dem Wüstenplaneten. Und dann, wenn wir den Wüstenplaneten ausgestattet haben mit allen Annehmlichkeiten des Lebens, fliegen wir direkt zum Mond. Das halte ich für eine gute Idee. Kann ich eigentlich das Habitat in dieses Riesenlager da... Oh, okay, das hat nicht geklappt. Huch, was ist denn da jetzt wieder weggeflogen? Ist da jetzt gerade was weggeflogen? Oh shit! Sturm! Schnell dreh dich um! Nein, dreh dich doch um! Oh Gott! Ah, schnell einsteigen! Wow, da kommt ganz schön schnell näher. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich bin jetzt mal hardcore und fahre mal in den Sturm. Wahrscheinlich ist es das Letzte, was ich hier tun werde. Ich fahre einfach rein. Oh Gott. Wow. Weil wenn ich durchfahre, geht es ja schneller. Dann geht es ja schneller vorbei. Als wie wenn ich drin bleibe. Also wenn ich einfach stehen bleibe. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dann guck mal, die blöden Klötze, die treffen mich gar nicht. Ah, scheiße, Loch. Ja, das war wieder mal so eine richtig schlaue Idee von mir. Oh. Oh, ich klebe an der Wand. Ich komme nicht hoch, scheiße. Ah. Ah, nein, nein, nein. Ah. Jetzt bloß nicht durch die Decke fallen. Moment. So haben wir nicht gewettet. Ah. Ah. Jetzt muss ich das Teil wieder rausschaffen hier. Moment, Moment, Moment. Stopp, 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 stopp. Steig doch mal auf der anderen Seite aus, Mensch. Ja, geil, ey. Wie ich mich hier wieder selbst verbuggt habe. Das gibt's alles nicht. So, Moment jetzt. Stopp. Machen jetzt hier einfach... Und deswegen, liebe Kinder, macht man nämlich sämtliche Löcher, die man beim Farmen gegraben hat, wieder zu. Nachdem man fertig ist. Aber weil ich eine kleine Schlampe bin, habe ich das natürlich wieder nicht gemacht. Ja, welchen nehme ich denn jetzt hier, welchen Punkt? Der hier ist doch eigentlich ganz schick. Nee, warte, der ist zu schräg. Der da ist gut. Der ist nicht zu steil, obwohl doch, der ist ganz schön steil. Aber er ist nicht so steil wie die Wand, das müsste eigentlich der Rover schaffen. Obwohl, nee, der eigentlich... Scheiße, eigentlich ist er sehr steil. Nee, der hier ist gut. Der ist perfekt. Leider... geht mir die Energie aus. Aber ich habe noch die Energie vom Rover. Leider ist es jetzt gerade auch wieder Nacht. Das heißt, die Solarzellen kriegen keine Energie. Ich versuche aber jetzt trotzdem mal da rauszufahren. Das jetzt nicht geht, ey. Es geht! Es geht! Es geht! Juhu! Und ich habe mich gleich wieder rauskatapultiert. Aber lustig, wie ich eigentlich in den Sturm gefahren bin, um Zeit zu sparen, dass ich nicht so viel vom Sturm beeinflusst bin. Und dann fahre ich in dieses Loch und verliere noch mehr Zeit dadurch. Das sind meine typischen Pläne. Es wäre kein Let's Play von mir, wenn es nicht solche genialen Pläne hätte. So, stopp! Anal halten. Genau, Gemisch. Ah ja, das habe ich ja schon gebaut, genau. Bla, nee, ich brauche... Muss hier bauen. Hier muss ich bauen. Hier. Gemisch. Setzen. Moment, da passiert irgendwas, was nicht passieren soll. Moment. Machen wir das mal so. Ja. Warum auch immer er jetzt krampfhaft versucht hat, das Titan zu wählen.
Ich kann es nicht genau erklären, warum er das gemacht hat oder versucht hat. So, kann ich jetzt das Ding auf das Lager flanschen? Ja, es geht. Ich bin beeindruckt. Das ist natürlich sehr schön. Da können wir eigentlich gleich zwei mitnehmen. Nee, Quatsch, wozu zwei? Wozu zwei, frage ich euch. Wozu? Habe ich jetzt eigentlich da genug an Harz? Nee, wartet mal, wenn ich die Mondbasis noch aufbauen möchte, brauche ich ja deutlich mehr Harz als das. Dann bauen wir doch einfach nochmal ein kleines Lager auf. Ein klitzewinzig kleines Lager. Winde, Solarmodul, Lager, genau. Da brauchen wir Gemisch, was für ein Zufall, das haben wir ja jetzt schon. So. Einmal bauen, bitte. Genau, und dann fahren wir jetzt nochmal Harz. Und nach dem Harz fahren wir nochmal Gemisch und dann haben wir genug Material, um auch noch auf dem Mond ein bisschen weiter zu bauen. Würde ich sagen. Das müsste dann eigentlich genug sein. Boah, ist das schon riesig, ey. Das ist schon imposant. Flupp. Harz. Mission Harzen. Harz frei. Freies Harz für freie Farmer. So sieht's aus. Ja, ja, jetzt wird mal wieder richtig geharzt. Jetzt wird mal wieder richtig losgeharzt. Boah, dieses Geschradder von diesem Windrad, das ist echt so ein bisschen... Da hinten war ja nur... Ah, hier ist Harz. Echt so nah dran. Ich hätte vielleicht echt wirklich mal einfach in diese Richtung permanent fahren sollen. Boah, hier sind sogar zwei Quellen nebeneinander. Guckt euch das an, wie viel Harz hier ist. Das ist ja abartig viel Harz. So viel Stoff. Habe ja meinen Lebtag nicht gesehen hier. Die riesigste Harzquelle jenseits des Mississippi. Flüsse, genau. Flüsse wären auch mal interessant. Ich frage mich, ob sie noch sowas wie fließendes Wasser einfügen wollen. Das wäre geil. Wenn man so ein Gebiet so abbaut und dann stößt man auf Wasser und das füllt dann dieses Loch auf. Und dann muss man mit dem Wasser arbeiten. Dann kann man versuchen, das umzuleiten und so. Aber das stelle ich mir ziemlich komplex vor in der Simulation. Aber geil wär's. Ich finde sowas ja generell, Flüssigkeiten und so. Wenn die gut gemacht sind in Spielen. Das hat schon was. Oh, das kann ich da gar nicht abbauen. Guckt mal. Eine brauchen wir noch. Okay. Sehr gut. Die Quelle ist auch nicht so weit weg. Da können wir nochmal hin, tatsächlich. Aber das, was wir jetzt haben, das reicht erstmal. Wunderschön. Zurück zur Base. Und hier geht's in eine Höhle rein. Ist auch witzig. Wir haben hier echt viele Höhleneingänge so rundum. Ach so, nee, das ist gar kein... Hahaha, das ist so eine kleine Höhle hier. Nee, so richtig gut ist die Höhle da nicht. Wow! Okay, da habe ich mich wieder überschlagen. Ein Steinchen und schon übersteckt... Oh Gott! Oh, spring, spring, spring! Lauf raus aus dem Boden, lauf raus. Oder steig wieder ein ins Fahrzeug. Oh Gott. Ich dachte gerade, ich glitsche mit dem ganzen Harz nach unten durch, ey. Das wäre ein Fest gewesen. Ganze Harz weg, wenn ich dann da unten sterbe. Wenn ich dann auch nicht in die Höhle reinfalle, sondern komplett durch den Planeten und dann da krepiere an Sauerstoffmangel. Alles schon vorgekommen. So. Jetzt machen wir noch das Lager hier voll. Aussteigen. Einmal voll machen bitte mit Harz. Gott. So. 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 Ja, das Gemisch hier packen wir auch noch raus. Jetzt könnte man natürlich nochmal eine Runde machen, ne? Mein Rucksack könnte ich ja auch noch voll machen. Ja, komm, wir fahren nochmal dahin zurück. Wir haben noch genug Zeit in der Folge. 4 Minuten, das reicht, um da nochmal reinzuharzen. Wieso fahre ich rückwärts? Moment. Wenn denn? Sliden, genau. Oh. Power Slide. Wow. Oh. Das war da hinten, ne? Da, wo es leuchtet. Oh. Wow.
Vorsichtig hier. Aufpassen. Lauter Harzlöcher. Immer diese tiefen Harzlöcher, die sich plötzlich auftun. Oh, 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 wow. Bin voll der Künstler hier mit dem Fahrzeug. Moment. Fahr mal hier lang, genau. So, stopp. Aussteigen. Abbauen. Farmen. Einmal farmen, bitte. Boah, geht das da auch tief, die Quelle, ey. Guckt euch das mal an. Es geht richtig bis nach unten. Hier auch nochmal. Guckt mal. Ist schon heftig. Nicht schlecht. Wie viel haben wir jetzt schon wieder? Na, noch nicht ganz den ganzen Rucksack voll. War's das? Da ist noch was. Das, da hinten ist auch noch mal was, ey. Alter. Wie viel das einfach ist. Nicht zu fassen. Einmal noch. Eine kriegen wir noch. Eine Fuhre will ich hier noch mitnehmen. Okay, das war's. Wie es aussieht. Da gibt es nichts mehr, glaube ich. Ne. Das war's. Naja, 4 Einheiten ist ja okay. Das reicht jetzt auch, glaube ich. Ich weiß, man kann nie genug Harz haben. Aber in dem Fall ist, glaube ich, genug jetzt. Fahren wir mal zurück. So eine Rennstrecke auf dem Mond wird der Hammer. Ah, scheiße, Loch. Tja. Ich muss echt mal die ganzen Löcher zumachen, die ich hier so gerissen habe. Also. Stopp. Aussteigen. Dengel ich das jetzt extra alles ins Lager? Nee, komm. Wir steigen jetzt hier ein, würde ich sagen. Flupp. Und dann würde ich sagen, ist an dieser Stelle nämlich die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Astroneer. Und dann starte ich auf dem Weg zum Wüstenplaneten. Und vom Wüstenplaneten aus fliegen wir dann direkt weiter zum Mond. Bis zur nächsten Folge Astroneer. Bis dann, ciao, ciao.